Er war direkt gegenüber von mir. Digga, will der mich eigentlich verarschen? Der ist einfach auf dem Wasser. Johannes, ich werde dich finden! Digga, er ist gleich hinter mir. Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir spielen heute Erdig fangen hier in London. Mit dabei ist Johannes. Hallo! Er hat jetzt 10 Minuten Zeit, um wegzurennen. Ich habe dann 2 Stunden Zeit, um ihn zu fangen. Hier ist dein Erdig, Bro. Ich würde sagen, 3, 2, 1, let's go! Let's go! Okay, Leute, wir gehen los. Okay, es geht direkt los. Sorry, ich muss euer Foto crashen. Mein Plan ist, jetzt einen Hop-On-Hop-Off-Bus zu holen, diese Touri-Busse, weil die fahren ganz viel durch die City und dann können wir Levin ganz schnell verwirren. Okay, Freunde, wir stehen jetzt hier nach wie vor noch vor dem Big Ben und hier haben wir einfach das London Eye. Ich sag euch, wie es ist, Freunde. Jetzt einfach wirklich hier zu sein, ist echt crazy. Wir holen uns jetzt so einen geilen Bus hier. Typisch London, typisch Touri. Das ist so, wird so eine Abzocke sein. Okay, Freunde, er ist gar nicht so weit weg. Anscheinend 100 oder 200 Meter und er bewegt sich gar nicht fort. Entweder wartet er irgendwie auf ein Taxi oder auf einen Bus. Wir werden jetzt direkt hinrennen. Oh nein, es ist rot. Das Ding ist, das ging schneller als gedacht. Da vorne ist der Big Ben. Da vorne ist irgendwo Levin. Ich habe keine Ahnung, wo der Bus langfährt, Leute. Ey, es sind so viele Leute, man kann nicht mal richtig rennen. Hier einfach noch so ein Bruder getroffen, der hier spielt. Auf entspannt, auf locker. Und jetzt würde ich sagen, beeilen wir uns. Das Ding ist, wir fahren jetzt genau dahin wieder hin, wo Levin gerade steht. Jetzt gucken, wo der Bus langfährt. Also erstmal jetzt hier zum Big Ben, dann zum London Eye. Da ist irgendwo Levin. Levin, wo bist du? Jetzt müssen wir ein bisschen verstecken, nicht, dass Levin hier uns irgendwie sieht. Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott, er ist einfach komplett wieder auf der anderen Seite. Das heißt, er muss irgendwie im Bus sitzen oder in der Underground. Das Kind hat einfach noch ein paar Zuschauer getroffen. Yeah, yeah! Die machen jetzt Fahrerwechsel, heißt, der Bus steht jetzt noch ein paar Minuten hier. Das ist gar nicht gut, Leute. Ich hoffe, Levin wird mich jetzt nicht ertappen. Freunde, ich glaube, er ist irgendwie in der Underground, weil das Signal ist irgendwie nicht so gut. Er springt irgendwie die ganze Zeit von dem einen Punkt zum anderen. Okay, Freunde, so wie ich sehe, ist das tatsächlich gar keine Underground, sondern er steht einfach hier an einer Bushaltestelle. Okay, Leute, es geht endlich weiter. Alter, der Driver-Change hat viel zu lange gedauert. Ich habe so viel Zeit verloren. Okay, okay, okay. Er bewegt sich richtig schnell gerade. Er bewegt sich richtig schnell gerade. Yes, okay. We have to catch my friend. Okay, Freunde, wir sind jetzt hier im Rikscha. Ich habe dem Bre gesagt, dass er einfach der Route hinterherfahren soll von Johannes. Und das machen wir jetzt. Ich muss auch recht gleich zu meinem Ding, was ich vorbereitet habe, kommen. Nicht, dass ich zu spät komme. Und bis dahin darf ich, wie gesagt, Levin nicht schnappen. Der Bus fährt komplett in die andere Richtung, wie ich eigentlich wollte. Freunde, er ist jetzt auf jeden Fall eingeweiht. Er hilft mir jetzt hier, Johannes zu fangen. Okay, er gibt auf jeden Fall richtig Gas. Ich habe ihm gesagt, ich gebe ihm Trinkgeld, wenn wir ihn fangen. Und seitdem fährt er irgendwie doppelt so schnell. Okay, Leute, wir müssen jetzt hier absteigen. Die Scheiße, by the way, 50 Euro gekostet gerade. Hallo, are you free? Ah, alle Taxis voll, Digga. Was war die Scheiße? Digga, es gibt kein leeres Taxi hier. Boah, hat der Bruder überhaupt einen Elektromotor? Das tut mir echt ja richtig leid. No, no electric? Oh, shit. Johannes, ich werde dich finden. Hey, der Bruder gibt hier wirklich sein Bestes. Er heizt hier rum. Das ist ja geisteskrank, Alter. Das ist ein leeres Taxi. Das ist ein leeres Taxi. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Oh mein Gott, ich hab ein Taxi. I want to go to Tower Bridge. Okay. Boah, was ist das für ein geiles Taxi? Digga, ich bin noch nie mit einem Taxi gefahren. Der ist ja so in deiner eigenen Kabine. Holy shit, Digga. Okay, Freunde, irgendwo hier muss er sein, in irgendeinem Bus. Shit. Wir haben das Signal nämlich verloren. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt zu Tower Bridge will. Vorhin dachte ich auch, er will zu Tower Bridge, aber dann ist er ja wieder zurückgefahren zu Big Ben. Ich glaube, er ist in irgendeinem Touribus, weil er irgendwie diese ganzen Sehenswürdigkeiten hier abfährt. Okay, Leute, wir sind jetzt einfach wieder beim Big Ben. Und wir sind einmal im Kreis gefahren, jetzt mit dem Hop-On-Bus und mit dem Taxi. Und wir fahren jetzt zu Tower Bridge. Ja. Ich sitze hier ganz entspannt in meinem Taxi. Ist super bequem, super warm. Ich hoffe, Levin geht es gerade auch so. Oh mein Gott, er bewegt sich richtig schnell. Er muss jetzt irgendwie in der Underground oder in einem Auto sein. Wir brauchen jetzt auch ein Taxi. Freunde, wir sind drin im Taxi auf dem Weg hinter Johannes her. Okay, Leute, ich stehe mit dem Taxi jetzt die ganze Zeit im Stau. Ich hoffe, dass Levin mich nicht einholt mit irgendwie mit dem Fahrrad oder so. Weil mit dem Fahrrad bist du safe schneller als mit diesem scheiß Auto. Und ich bin jetzt gleich an der Tower Bridge. Und dann werde ich dann wieder zurück auf die andere Seite gehen des Flusses. Und ja, mal schauen. Aber ich bin gespannt, wo Levin ist. Freunde, meine Vermutung war richtig. Johannes bewegt sich immer weiter in Richtung zur Tower Bridge. Wir sind ihm wirklich ziemlich auf den Fersen. Okay, Freunde, wir sind jetzt rausgegangen. Let's go. Hier steht ein Fahrrad. Go. Okay, Freunde, let's go. Wir haben das Fahrrad und fahren ihm jetzt hinterher. Er muss hier irgendwo sein, in irgendeiner dieser Taxis. Da ist er! Ich habe ihn gesehen! Ich habe ihn gesehen, er sitzt in diesem Auto drin. Da ist er! Das liebe, das liebe, das liebe, das liebe, das liebe, das liebe. Ich komme nicht rein! You know this girl? No, I don't know him. Der Typ regt sich, glaube ich, richtig auf. Der Taxifahrer, der tut mich schon die ganze Zeit so wegschucken. Ist Paparazzi. Are you famous?
Wir werden dem Auto einfach die ganze Zeit hinterherfahren. Der Taxifahrer guckt so grimmig. Ich wusste, ich kriege ihn. Wir werden ihm jetzt folgen. Und nicht zu vergessen, Freunde, in diesem Video werden natürlich auch wieder drei Leute gegrüßt. Deshalb gehen liebe Grüße raus an Romy, Luis und Johnny. Vielen Dank für eure Kommentare. Und wenn ihr im nächsten Video auch gegrüßt werden wollt, dann schreibt jetzt einen Kommentar. Er hat mich nicht gefangen. Ich bin in meinem Taxi-Film drin. Oh nein, er hat grün, wir haben rot. Nein. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Er ist dort hinten immer noch drin. Oh mein Gott, Freunde, er ist stehen geblieben. Er steigt, glaube ich, aus. Okay, Leute, ich bin aus dem Taxi raus. Das Ding ist, er hat mich fast gehabt. Ich kann nicht mehr Straße. Ich kann nicht mehr Straße. Ich kann nicht mehr Straße. Er rennt durch sein Leben. Ich krieg dich, Johannes. Ich muss riesig scheiß Fahrrad abstellen. Oh mein Gott. Er versucht mich dran. Das dürfen wir nicht nachmachen, Leute. Das war so gefährlich. Das Ding ist, der kann mir nicht daherfahren, weil es wäre viel zu gefährlich gewesen. Das war so klar. Ich brauche so ein scheiß Fahrrad jetzt. Ich muss unbedingt jetzt wieder zum London Eye. Da ist mein nächstes Fahrzeug. Das habe ich mir vorher schon organisiert. Das ist genau dann. Und ich muss mich ultra beeilen, weil sonst ist es zu spät. Er ist direkt da. Er ist direkt da. Oh mein Gott. Eigentlich brauche ich kein Navi für den Weg zum London Eye, weil es relativ überschaubar ist, weil das direkt nur an der Themse entlang fährt. Also muss ich eigentlich nur an der Themse entlang fahren. Ich Digga, er ist direkt hinter mir. Er ist direkt hinter mir. Shit. Ich fahre in die gegenteilige Richtung. Nein! Hier darf ich nicht langfahren. Shit. Er rennt. Er hat mich fast gehabt. Ey Mann, warum habe ich mein Fahrrad abgestellt? Oh mein Gott, hier ist nichts. Kein Taxi, kein Bus. Gar nichts. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Nein, die ist offen. Nein, die Bridges. Das passiert ultra selten, Leute. Die Tower Bridge ist gerade so aufgeklappt. Nein, weil da so ein Piratenschiff kommt. Die Tower Bridge ist hochgezogen gerade. Seht ihr das? Das heißt, Johannes kann gar nicht rüberfahren. Do you know how long this takes with the boat? 5 Minuten. 5 Minuten geht das doch, Leute. Wenn er jetzt kommt, bin ich am Arsch. Ich mache mal schön Kapuze auf, damit ich nicht mehr so auffällig bin. Wobei ich schon sehr unauffällig aussehe eigentlich. Hier sind so viele Leute, Freunde, das ist krank. Vor allem, wie ich schon gesagt habe, der Standort zeigt ja nicht hundertprozentig genau an, wo Johannes ist. Der zeigt halt an, dass er hier irgendwo ist. Ich glaube, er ist genau da drüben. Er ist genau auf der anderen Seite. Okay, es geht los, Leute, es geht los. Sind die mitten im Weg, wenn ich hier AirTag fangen spielen möchte? Er ist da. Ich habe ihn gesehen. Sorry. Okay, Digga, das ist krass, dass einfach diese Brücke einfach gerade eben noch komplett quer war und ein scheiß Schiff da drunter gefahren ist. What the fuck, imagine, du hast einen privaten Schiff und fährst nach London, da muss eine scheiß Brücke wegen dir aufgemacht werden. Johannes, du Hund! Verpiss dich! Geh weg, Digga, du hast ihn nicht. Du musst dich berühren. Ey, das kann nicht sein. Er kann doch jetzt nicht vor meiner Nase einfach wegfahren. Er war direkt gegenüber von mir. Jetzt willst du im London Eye. Ich kann euch jetzt auch schon verraten, was ich vorhabe. Und zwar habe ich ein Speedboat organisiert. Das Problem ist, ich vergesse immer, dass hier Linksverkehr ist. Heißt, man fährt gar nicht auf der Seite, sondern ich muss auf der anderen Seite fahren. Geradeaus, weiter geradeaus. Einfach immer geradeaus muss ich fahren. Okay, Freunde, jetzt wird es immer komischer. Er ist jetzt hier beim London Eye auf so einem Steg. Was macht der Junge? Kann ich hier... Oh nee, jetzt ist hier auch noch eine Baustelle. Dieses Rennen, Alter. Ich glaube, ich habe in dieser Folge mehr Sport gemacht als in allen AirTag-Fangen zusammen. Leute, ich bin jetzt hier bei London Eye angekommen. Meine Hose rutscht die ganze Zeit runter. Hier ist irgendwo meine Boottour. Ich hoffe, dass Levin hier nicht ist. Das Ding ist, der kommt hier auch gar nicht rein oder ein Ticket. Und der kann sich kein Ticket kaufen mehr, weil das safe ausgebucht ist. How fast is the boat? It goes 30 knots. Okay. Okay, Freunde, er ist immer noch beim London Eye. Wir müssen ihn auf jeden Fall catchen, solange er noch drin ist. Weil wenn er wieder draußen ist, dann kann er wieder wegrennen. Okay, ich habe hier meine Freunde gefunden, habe ich mit den Leuten angefreundet hier. Digga, ich weiß nicht, ob man hier angeschnallt ist, Digga. Ich glaube, man ist nicht angeschnallt. Okay, da ist der Kapitän. So, Levin, es geht jetzt los. Hey. Bye, bye, Levin. Digga, will der mich eigentlich verarschen? Der ist einfach auf dem Wasser. Wie hat er denn das gemacht? Ist der schwimmen gegangen oder auf einem Boot vielleicht? Vor allem bewegt es sich ultra schnell. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann ihn mir jetzt nicht irgendwie mit dem Boot oder so hinterherfahren. Das Problem ist, dass wir halt jetzt nur noch 12 Minuten haben. Das heißt, wenn er in den nächsten 12 Minuten nicht fertig ist mit seiner Rundfahrt oder was er auch immer da macht, dann hat Johannes das Game gewonnen. Der Eiffel Tower? Well, that's the one. Yeah. Laut dem Standard bewegt er sich wieder zurück von der Tower Bridge. Also es könnte hinhauen. Es könnte sein, dass wir es noch schaffen, ihn zu fangen. Bro, wo bist du? Digga, der Typ ist einfach auf dem Speedboot. Ich glaub's nicht. Bitte. Ich bin so nervös. Er bewegt sich so schnell hierher. Das Speedboot muss richtig schnell sein. Heißt das Speedboot, Freunde.
Oh mein Gott. Johannes hat das Ding geholt. I won the game of tag. The time is over. It's over. The time is over, yeah. Oh, yeah. Die Zeit ist einfach abgelaufen. Es war so knapp. So sieht der Sieg aus. Freunde, das war's auf jeden Fall mit dem Airtick von Digga, ist das so kalt. Der Win geht auf jeden Fall an Johannes. Lasst ein Like da. Freunde, checkt auf jeden Fall die Videos von Johannes ab. Wir haben auf seinem Kanal auch zwei wilde Videos gedreht. In dem Sinne, haut rein. Johannes hat das letzte Wort. Ciao.